Oh, ich muss jetzt auch immer das Spiel muten, weil das Spiel sonst Probleme macht. Wenn wir diese Musik ablaufen lassen. Ja, hier geht es jetzt weiter mit dem Düngen. Bin auch gleich fertig schon. Das heißt, dann kann ich das hier getrost einfach in Ruhe wachsen lassen. Und dann für andere Kollegos nochmal ein paar Aufträge fahren. Get It Gone 2. Steht da. Eigentlich so. Das Lied scheint tatsächlich Get It Gone zu heißen. Aber es ergibt keinen Sinn. Oh. Ergibt es einen Sinn? Moment. Ergibt es einen Sinn? Man weiß es nicht. So. Das war es mir wert. Eben jetzt kurz das eingeblendet zu haben. Ach, das ist schon gelungen. Ach ja, klar, klar, klar. Hey. Das heißt, jetzt kann ich wieder meinen Pickup jumpen. Den anderen, den hier. Und dann kann ich mal gucken, was die anderen Bauern Kollegen für mich haben. Oh yeah. Ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das. Jawohl. Ich geh mal gucken, was die anderen so für mich haben. Hui. Der dreht sich bestimmt wieder nach unten. Na, jawohl. Ey, richtig geil. Guck mal, ich glaube, der kann wieder... Der möchte wieder, dass ich für ihn ernte. Das war letztes Mal eigentlich ganz okay von der Arbeit her. Sollte gerade mal speichern. Ach. Oh. Also, das dauert zwar ein bisschen länger. Aber. Ach, ich krieg denn immer ein anderes Fahrzeug, oder was? Ach, das ist ja krass. Also, ich hätte dann schon gerne den hier. Aber ich krieg dann weniger Geld. Ah, haha. Das ist interessant. Das wusste ich auch nicht. Komm schon. Muss ich jetzt extra in die Ansicht wechseln? Ja, so. Vielleicht hätte ich doch den Komia nehmen sollen. Dann hätte das Ganze zwar ein bisschen länger gedauert. Aber... Ich muss ja sowieso nicht das ganze Feld ernten. Aber ich hätte halt mehr Geld gekriegt. Weiß ich nicht. Mache ich nächstes Mal. Ja, jetzt ernte ich erstmal. Es wäre schön, jetzt irgendein Thema zu haben, über das man reden könnte. Aber das hier ist ja die Staffel 1 und da gibt es sowas wie ein Thema nicht. Deswegen muss ich jetzt irgendwas ausdenken oder einfach langweilig irgendeine Scheiße reden und hoffen, dass es keiner merkt. Es ist aber jetzt sowieso hinrissig oder hinfällig, hirnrissig, wie auch immer, weil ich es gesagt habe. Meh. Schneiden will ich halt auch nicht. Also. Ja, dann deal with it. Ich glaube auch nicht, dass in dieser Folge noch mehr passieren würde als das. Das heißt, kein Problem, wenn du jetzt abschaltest und keinen Bock mehr drauf hast. Ja, gut, bin ich vollkommen akkord oder d'accord mit. So, ein bisschen habe ich jetzt geschafft. Auch gar nicht so viel eigentlich. Es ist natürlich schief und krumm als sonst was. Und dieser Kollege ist noch ein bisschen am Husten. Weil ich habe Musik. Wenn es Country ist, es ist Musik. Immer noch. Hank Tucker hört Musik. Was ist denn so ein richtiger amerikanischer Frauenname? Weiß ich nicht. Die Männer heißen ja Hank. Oder Will. Oder Henry. Henry geht, glaube ich, auch. Ich glaube, Henry ist nicht so wie Hank. Unter dem klassischen Ami stellt man sich, glaube ich, auch einen Texaner vor. Aber das ist nicht Subjekt des heutigen Videos.
Das ist was für irgendwann anders. Für irgendein anderes Video. Aber nicht für jetzt. Für hier. Ich überlege halt. Nee. Das kann ich nicht bringen. Also ich kann schon diese Folge bringen. Aber. Ich hätte jetzt überlegt, ob ich diese Folge beende und dann heute einfach nochmal eine Doppelfolge raushaue. Wo ich ja eigentlich sonst nur Einzelfolgen jetzt noch bringen wollte. Aber vielleicht bringe ich doch noch ein paar Doppelfolgen. Nur um so ein bisschen aufzuschließen zu anderen Leuten. Ja. Gucke ich mal, wie ich das handle jetzt. Darum wird sich der Zukunfts-Fabio kümmern, nicht der Gegenwarts-Fabio. Das ist nicht mein Problem. Und mit nicht mein Problem meine ich, das ist mein Problem. Gar. Das kommt alles auf mich zurück. Aber immerhin habe ich ein Viertel der Arbeit jetzt schon geschafft in 4 Minuten. Keine Ahnung. Das heißt, es werden nur noch in etwa 12, 13 Minuten werden oder sowas. 10, 12 Minuten oder sowas. Hey. Aber damit wäre die Folge eigentlich so auch am kapazitalen Limit, wenn es das gibt. Ansonsten habe ich einen Neologismus geschaffen. Neologismus ist eine Wortneuschöpfung für alle, die dies nicht wissen. Und das wäre cool. Und er hat immer noch keine Arbeitsstunden hier gesammelt. Ja, okay, das ist auch nicht meiner. Was der hier an Unterhalt kostet, ist mir sowieso Schwumpe. Mich zählt nur, dass er funktioniert und dass ich mein Geld kriege. So. Das ist alles, was zählt im Leben. Oh, ein neues Lied beginnt. Hurricane. Hurricane. Oh ja, es ist Richtinger Country. Ich werde noch ein paar Mal wahrscheinlich auf diesen Akzent jetzt zurückgreifen. Kann nicht versprechen, definitiv nicht versprechen, dass ich es nicht machen werde. So. Boom. Da hast es. Keine Ahnung, was du jetzt hast, aber man, du hast es. Fun Fact, ich habe gerade nicht mal meine Hände an der Tastatur. Meine linke Hand ist kalt. Das ist immer irgendwie so, meine linke Hand, ja, die Tastaturhand, die will mal irgendwann kalt. Meine rechte, die Maushand, die will mal warm. Keine Ahnung, woran das liegt. Hey, immerhin ist die Hälfte der Arbeit schon fast vorbei. Also nach der Bahn sollte ich die Hälfte haben. Ey, dass dieses Fahrzeug so zucken muss, ne? Das geht mir echt langsam ein bisschen gegen den Strich. Aber dass es verschiedene Fahrzeuge gibt, das ist auch interessant. Das muss ich, ja mal gucken. Nehme ich immer so das, was am meisten Profit gibt. Oder das in der Mitte. Man müsste mal gucken, wie viel Geld pro Zeit man bei jedem kriegen würde und dann einfach das mit dem Gästen Geld pro Zeitfaktor nehmen würde. Nein, das mit dem besten Geld pro Zeitfaktor nimmt. Ja. Das kann ich mich ja in einer der nächsten Folgen mal dran setzen. Aber immer nur so lange Missionen mit einfach Ernte und sowas, das ist für alleine spielen bestimmt geil, weil man sich dann eben zurücklehnen kann und einfach irgendwie gar nichts macht und nebenbei irgendwie am Handy was macht. Das mache ich jetzt gerade nicht. Nur so nebenbei bemerkt. Rede nicht nebenbei. Aber dass man eben einfach den einmal ausrichtet und dann sagt, gib ihm und dann gibt er ihm und dann macht er einfach. Ohne dass man selbst irgendwas noch machen muss. Das ist richtig. Naja. Aber für Aufnahmen ist es eben doch schon so ein bisschen langweilig. Weil ich jetzt irgendwie hier sitzen muss. Long walk out of the door.
Weil ich jetzt alleine hier irgendwie sitzen muss. Und dich unterhalten muss. Wobei du ja eigentlich freiwillig hierher gekommen bist. Kann ja nichts für. Also. Das ist eine andere Geschichte für ein anderes Video. Das ist ein Wissen-Video, unendliche Geschichte so. Denn in dem Video, in dem ich das endlich auflöse, wende ich bestimmt auch nochmal irgendwas an und sage, das ist was anderes für ein anderes Video. Und so ist es die unendliche Geschichte. So wird es die unendliche Geschichte. Das ist interessant. Interessant. Das hört sich gerade ein bisschen an wie Elvis. Aber nur ein bisschen. Ein bisschen noch nach links wieder korrigieren. Sonst ist gerade schon ein bisschen langweilig, habe ich schon gesagt, dass es langweilig ist. Immerhin habe ich jetzt 2/3 der Arbeit geschafft. Das jetzt noch auf Aufnahmen. Auf oder ran. Ah. Tempomat setzen und auch Gefühle ausrichten und zurücklehnen. Ja, ich bin auch runter auf die Decke. Hä? Der Junge von Scheiß. Weiß ich auch nicht. Ich weiß auch nicht mal wirklich, ob das überhaupt mit meiner Lautstärke und dem des Radios überhaupt passt. Ich habe keine Ahnung. Oh, dann habe ich 3/4 jetzt schon fast geschafft. Jetzt, wo man so drüber nach, wo ich so drüber nachdenke, Liebe. Läuft auf dem, aus dem Fenster. Oder Liebe läuft aus der Tür. Das gibt keinen Sinn. Das ist vollkommen Schwachsinn sogar. Ich habe keine Ahnung, was er da singt, aber das ist Country. Country ist so Volksmusik. Country ist auch so eine der Musikrichtungen, mit denen ich nie so richtig was anfangen werde. Genauso wie Volksmusik. Volksmusik werde ich auch nie was anfangen können. Sei denn, ich werde irgendwann mal alt und habe Alzheimer und kann mich nicht mehr daran erinnern, was gute Musik ist, was schlechte Musik ist. Aus meiner Sicht, jeder mag eine andere Ansicht haben. Und hört dann irgendwann Volksmusik und findet das dann im Moment doch ganz toll. Ich hoffe, dass diese Sache niemals kommen wird. Das kann ich echt niemandem wünschen. Also Alzheimer und Volksmusik hören, sucht ihr eins aus. Aber immerhin, ich habe jetzt eine Arbeit, 0,1 Arbeitsstunde. Toll, war. Ich bin immerhin gleich fertig. Demnächst endlich mal. Aber es gibt Geld immerhin. Gut, dass mein Korntag auch nie voll wird. Ist halt auch was. Gut, dass mein Fahrzeug auch überhaupt nicht zuckt. Kann ich eigentlich auch nicht. Ja, okay, dann ist es eben so. Möchtest du dein Hut ein? Fahr dieses Rohr bitte ein. Möchtest du dein Hut wieder haben? Fahr dein Rohr bitte ein. Kann ich auch mit. Egal. Ich wollte gucken, ob ich hier was abladen kann. Ob ich hier mal scheißlos werden könnte. Aber es scheint nicht so. Übrigens eine Sache. Wenn du bis hier zuguckst, Respekt. Ich hätte es wahrscheinlich nicht so lange ausgehalten mit mir.
Aber es ist ja endlich gleich fertig. Finally. Ey, und der Countdown ist auch mal bei 3000. Und ist damit nicht ganz halb voll. Das heißt, er wird so 6200 oder sowas Kapazität haben. Keine Ahnung. Ernten ist, glaube ich, so das Leichteste, was man bei Missionen machen kann. Das ist aber auch das Langweiligste. Und da muss man sich nicht so wirklich konzentrieren. Sondern einfach nur einmal auf Kurs setzen und dann warten, bis er auf der anderen Seite ist. Wenden und dann wieder auf Kurs setzen und warten, bis er auf der anderen Seite ist. Dann wenden und dann wieder auf Kurs setzen und dann warten, bis er auf der anderen Seite ist. Dann wenden und auf Kurs setzen. Das ist nie so spannend jetzt wirklich so. Nicht so spannend. Das machen langweilige Missionen mit mir. Vielleicht hat er auch 6400 Kapazität. Ich habe keine Ahnung. Stomp your feeds. Keine Ahnung, was das heißen soll. Das ist wahrscheinlich irgendwie so Country-Akzent. Keine Ahnung, was spricht man im Country? Was spricht man im Country für einen Akzent? Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Aber ich glaube, dass er so mit... so vergleichbar mit Hamburgisch wäre. Oder dem Hamburger Akzent. Nichts gegen den Hamburger Akzent. Der Hamburger Akzent ist der geilste, so. Und hier müsste gleich die Mission fertig sein. Wenn ich und nicht nochmal wenden muss, dann habe ich mit dem Spiel ein Problem. Nein, gut, danke. Das waren jetzt 15.000 oder sowas. Ja, 16.000. Nicht schlecht. Not schlecht, man. Da geht's lang. Und ja, nächste Folge ist dann wahrscheinlich, sind die eigenen Felder dran, die ich ernten darf. Hey, noch mehr Ernte. Wow, yay, yay, noch mehr Ernte, yay, wow. Kollege. Wow. Okay. Das wird so nichts mehr. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Bis dann. Ciao.